ein paar Erfahrungspunkte gemacht. Die See ist ruhig, mich zu verletzen. Ja, will ich. Da, die, da, da, da. Und, ja. So, Sigi, wo bist du denn jetzt? Ich bin schon vorgerannt. Ja, der Typ hier. Geizwerk. Ich hab schon einen doofen Keks, ey. Wie soll ich noch von den Keksen essen? Achso, ich war ja auch noch gar nicht in der Arena hier, ne? Wenn du schon weit gekommen bist, solltest du die Zeit nehmen und etwas Sightseeing zu unternehmen. Tja, ich war schon bei dem See des Horns. Das ist ein Sigi. Aber ich musste doch mal nachlesen hier. Bergados, bla. Hier ist Horns. Erste Etage von einem Haus, in dem man Wutkeks kaufen kann. Achso. Komm jetzt wieder vorbei. Ich hörte, dass ein rotes Garados am See erscheinen soll. Das ist seltsam, da schon normale Garados in diesem See sehr selten sind. Hm. Und hier? Ach da. Siegfried Dragoan. Hyperstrahl. Wo bleibst du, Fredo? Ja, entschuldige, war falsche Stadt. Das habe ich mir gleich gedacht. Die merkwürdigen Radiowellen kommen von hier. Das heißt, da war so ein Radioturm. Die Treppe ist hier. Siegfredo, wir sollten uns trennen, um diesen Ort zu erforschen. Ich gehe zuerst. Du hast die Geheimtreppe gefunden. Urgh. Seine Drachen-Pokémon sind stark. Wo sind wir denn hier gelandet? Hey, Eindringling! Alarm! Ja, und der Siegfried, den hat dich nicht interessiert. Rocketrüppel möchte kämpfen. Und schickt Traumato in den Kampf. Level 17. Einfach mal ein Jackal. Zack, zack, Evoli. Muss jetzt ein paar Level nachholen. Oh, das war knapp. Zum Glück hat er nicht hingehauen. Wenn ich jetzt nur Deckel verlieren würde, wäre ich doof. Traumato wurde besiegt. Über die 370 Erfahrungspunkte. Ah, noch kein Level ab. Team Rocket Rüppel setzt Zubat in den Kampf. Möchte ich jetzt Pokémon wechseln? Nö. Und Zubat. Deckel. Level 19er Zubat. Muss das sein, Evoli zu verwirren? Das ist immer eher nervig. Ja. Ist verwirrt. Blöd ist ja, selbst wenn ich Sandwirbel nie sagen würde, würde er sich trotzdem selber verwirren. Also wehtun, wenn er verwirrt ist, so meine ich. Ja, anstatt jetzt eben Zubat mal eben fertig zu machen. Nein! Der muss sich jetzt noch erstmal heilen. Und mich weiter runter machen. Meine Güte. Zubat wurde besiegt. Evoli 219 Erfahrungspunkte. Und immer noch gerne wieder. Rüpelsch wurde besiegt. Rocket Rübel. Mist, ich habe versagt. Ja, und ich nicht. Ich bin dran. Es gibt kein Entkommen. Hauptsache, da kommt einer nach dem anderen. Was ist das denn hier für eine Aktion? Rocket Rüppel möchte kämpfen. Und schickt Zubat in den Kampf.
So, Evoli soll überstehen. Können wir mal Garados versuchen. Ah, schön mit dem Shiny hier. Drachenwut? Ja, Drachenwut schon heftig, ne? Ah, Fuchtler. Boah, Volltreffer. Super, wohl besiegt. Evoli 91 Erfahrungspunkte und erreicht Level 21. Setzt Slime mal in den Kampf. Muss ich das Pokémon wechseln? Nö, bleiben jetzt mal bei Garados. Haben wir gar nicht gesehen, Slimer, oder? Zack. So, wurde besiegt. Garados macht hier mal gerade richtig schön alles weg. Garados verwirrt von einem Ruxu-Keep. Was ist das denn? Warum seit wann verwirrt sich Garados denn durch den Ruxu-Keep? Oder ist das durch den Fuchtler verwirrt? Kann natürlich auch sein. Rocket Rübe wurde besiegt. In den Pokémon-Statuen sind Überwachungskameras installiert. Wir greifen weiter an, bis du einen Geheimschalter bestätigst. Okay, aber ich will ja die Erfahrungspunkte von euch. Hey, Eindringling! Alarm! Besser kann ich ja gar nicht leveln. Ne, immer welche kommen. Schickt Tomato in den Kampf. Die Frage, ob man die Dinger zweimal auslösen kann. Dann könnte es zu Problem werden. Na toll. Komm, Toboga. Mach du ein bisschen was. Du sollst ja auch noch hier dein... Der eine, der hatte keine effektive Attacke mehr. Der andere soll pennen. Da mache ich auch wieder Volltreffer bei mir rein. Ey. Traumato wird besiegt. Und für jeden gibt es 123 Erfahrungspunkte. Also jeder, der teilgenommen hat. Schickt Zubat in den Kampf. Nee, bleib ich bei Iglava jetzt. So faul jetzt hier das Pokémon zu wechseln. Der soll ruhig die EP bekommen. Und Iglava. Hat 219 Erfahrungspunkte bekommen. Die Rocket Rüpel wurde besiegt. Mist, ich habe versagt. War eigentlich ja ein Rocket Rüpel. Kommen da immer zwei? Ich bin dran. Es gibt kein Entkommen. Rocket Rüpel möchte kämpfen. Und schickt Zubat in den Kampf. Tackle. Er hat nicht so viel Biss gehabt jetzt. Ne, 5 KP nur abgezogen. Das war für sich Evoli 184 Erfahrungspunkte. Slimer. Ah, wir bleiben jetzt bei Evoli. Schlammbart.
Evoliput besiegt. Ja, Kadabra. Der macht hier relativ schnell kurzen Prozess. Sehr effektiv, die Attacke. 327 Erfahrungspunkte für Kadabra. Rocket Rüpel setzt Ratzatz in den Kampf. Nö, wir bleiben hier. Das, was Slimer funktioniert hat, wird auch bei Ratzatz funktionieren. Rocket Rüpel wurde besiegt. In den Pokémon-Statuen sind Überwachungskameras installiert. Wir greifen an. Ja. Was schon. Hypertrank. Na, ja, bevor ich da wieder reingehe. Na, ja, zweimal auslösen. Scheinen wir nicht. Das ist schon mal gut. So, dann doch vielleicht ein bisschen zu nervig. Aber so können wir die hier einfach dann alle abfarmen. Und uns die Erfahrungspunkte und auch die Pokédollar natürlich sichern. So, in 15 Minuten kommt wieder Harry Potter online. Zwei habe ich ja aufnehmen können. Zweieinhalb eigentlich. Aber wenn ihr das hier seht, ist das schon anderthalb Wochen her. Weil heute ist nämlich der 25.05., wo ich das hier aufnehme. Ich muss hier mal vorproduzieren. Oh, da ist irgendein Knirsch. Dieses war einmal ein Ninja-Versteck. Es wurde Fallen aufgestellt, um Eindringlinge wie dich zu verwirren. Okay. Und was tut ihr hier? Außer Kapados in Garados zu werden? Forscher Theodor möchte kämpfen. Forscher Theodor schickt Magnetilo in den Kampf. Ich weiß nicht, was Evoli für eine schlechte Genauigkeit hat, ne? Aber Evoli ist schon echt schwach. Ich glaube, ich will meine Nidoran wieder haben. Irgendwie habe ich keine Lust mehr auf. Irgendwie macht mir Evoli keinen Spaß. Einen doofen Tackle. Genau, mit Doppel nicht sehr effektiv. Hat aber ein bisschen Schaden gemacht. Ah, Rino würde hier nämlich Doppelkick, bam bam, machen. Kadabra auch 187 und erreicht Level 24. Forscher setzt Magnitude in den Kampf ein. Ja, komm. Iglava. Genug, Skalaba, komm zurück. Und Glut. Deckel. Und die Glava erreicht Level 24. Forscher Theodor setzt schon wieder Magnetilo ein. Mann, Mann, Mann. Die sich immer auf 1 festsetzen. Yay. Magnetilo wird besiegt.
Forscher Theodor wurde besiegt. Ich hab's. 2000 Pokédollar. Okay, ich verrate dir ein Geheimnis über uns. Sorry, Unterschlupf. Das Feld da vorne am Boden ist ein Warpfeld. Sobald du es betrittst, wirst du zurück zum Eingang geworbt. Megablock. Haben wir gefunden. So, was haben wir denn hier noch? Können wir noch gegen Rocket-Rüpel kämpfen. Hey, Eindringling! Alarm! Rocket-Rüpel möchte kämpfen und schickt Traumato in den Kampf. Los, Evoli! Volltreffer! Deckel! Deckel wirklich auf Evoli. Ich will eigentlich Evoli nicht so viele Punkte geben. Wobei Ultrigaria braucht ein paar Erfahrungspunkte noch. Weil ich Evoli ja eigentlich eh zurückgeben will, ne? Zerschneider, denke ich mal. Reicht da eh. Tomato Sieg, 184 und Ultrigare auch 184. Oh, ja, aber ganz knapp von Level Up. Zubat ein. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein. Sehr schneider. Zerschneider. Volltreffer. Sobald wurde besiegt. Utka 219 Erfahrungspunkte und erreicht Level 22. Lernt doch ins Parasierblatt. Mist, ich hab versagt. Von immer einer von vorne und von hinten, ne? Ich bin dran, es gibt kein Entkommen. Hat ja nicht mal die gleichen, die in das Pokémon hinterher dann gehen und sich dann regenerieren und es immer wieder versuchen, oder wie? Rocket Rüpel möchte kämpfen. Und er schickt Zubat in den Kampf. Deckel. Kannst du ein bisschen bearbeiten hier. Dann nicht. Hätte eigentlich gedacht, er würde Evoli besiegen. Aber nein. Oder nicht? Zerschneider. Evoli erhält 91 Erfahrungspunkte. Ich hatte jetzt gerade mein Bild hier umstellen müssen. Weil ich habe gerade irgendwie gesehen, dass weiß ist irgendwie. Wie war die Farbe ganz komisch? Nein, ich wollte eigentlich nicht. Ist irgendwie so einen komischen Gelbstich. Also für euch kein Unterschied. Aber ich habe jetzt gerade mal gerade verglichen. Der Monitor quasi ja links, ne, wo ich die Aufnahme sehe und da, wo ich auch spiele, war halt so ganz komisch unterschiedlich. Dann habe ich auf den Fernseher geguckt. Auch komisch. Und ich bin ja gerade dabei, auch mein Bild, auch was ich sehe, wieder vernünftig also mal zu machen. Weil ich gestern Risen 2 angefangen habe zu Let's Playen. Und da war schon irgendwie auch so matschig. Deswegen warte ich darauf, wollte heute kommen. Ein HDMI-Verteiler, der auf 4K fähig ist. Sind immer die gleichen Pokémon, gegen die wir kämpfen. Der Verdacht liegt also echt nahe daran, dass es immer die gleichen zwei Typen sind, die ihre Pokémon im Pokémon Center einfach heilen lassen.